Hallo, ich bin Marie, 22 Jahre alt und im zweiten Lehrjahr meines dualen Studiums hier bei Allianz Trade in Deutschland. Und ich möchte euch heute mitnehmen und euch die anderen dualen Studenten und Studentinnen vorstellen. Kommt mit! Hi, ich bin Inga, 18 Jahre alt und zurzeit in der Vorstandsassistenz eingesetzt und komme jetzt ins vierte Semester an der HSBA. Und wenn ich so an meine Anfangszeit zurückdenke, dann habe ich mich damals für Allianz Trade entschieden, weil ich unbedingt in ein großes internationales Unternehmen wollte und die Unternehmenskultur einfach total jung und dynamisch ist. Und beim Assessment Center hatte ich mich auch direkt wohlgefühlt, weil einfach alle so locker und freundlich waren. Hi, ich bin Felix, ich bin 19 Jahre alt und ich bin gerade in meiner zweiten Praxisphase bei Allianz Trade. Und mein persönliches Highlight war die Abteilung Bonitätsanalyse, wo ich an Gesprächen mit Geschäftsführern von bekannten Unternehmen teilnehmen durfte und mir so viel Vertrauen entgegengebracht wurde, dass ich selbst das Gespräch auch leiten durfte und Fragen stellen durfte, die mich interessieren. Hi zusammen, ich bin Marius, 22 und mache derzeit mein duales Studium bei der Allianz Trade. Ich habe 2019 angefangen, bin somit in meinem dritten Lehrjahr und gerade dabei, meine Bachelorarbeit zu schreiben. Rückblickend betrachtet war das Beste für mich an meinem dualen Studium, dass ich so viele verschiedene Leute kennenlernen durfte und in so vielen verschiedenen Abteilungen eingesetzt wurde, um für mich selber zu entscheiden, wo mein späterer Berufsweg denn mal hingehen soll. Ich bin Rieke, ich bin 20 Jahre alt und in meinem zweiten Jahr bei Allianz Trade Deutschland im dualen Studium. Und neben dem privaten Versicherungssektor agieren wir auch noch als Dienstleister für die Bundesrepublik Deutschland und versichern Exporte in wirtschaftlich und politisch schwache Regionen der Welt, wie zum Beispiel nach Afrika oder nach Südamerika. Konkret analysieren wir dafür Bilanzen, holen Auskünfte ein, sprechen mit Exporteuren und ausländischen Kunden, um uns ein Gesamtbild von der ganzen Situation zu verschaffen. Und jetzt gerade schicke ich eine Waffelbackmaschine zum Beispiel nach Peru und eine Asphaltiermaschine nach Brasilien.